Diese Aussage dürfte ziemlich der Wirklichkeit entsprechen. Denn die Theologie ist abgewirtschaftet und die Ausbildung, auch spirituell in den Seminaren, lässt mehr als zu wünschen übrig. Es gibt auch fast keine Berufungen mehr in den Seminaren. So hat zum Beispiel das Priesterseminar in Trier dieses Jahr seine Pforten geschlossen. Trier ist immerhin die älteste Diözese Deutschlands. Also wir sind wirklich am Ende. Ich würde dieser Aussage ganz zustimmen. Wir versuchen erstens einmal die gesunde Lehre unseren jungen Leuten zu vermitteln. Zweitens versuchen wir ihnen eine gediegene Spiritualität zu vermitteln, also die Lehre der Päpste, die Heiligen, die großen Kirchenlehrer und dann natürlich auch die überlieferte Heilige Messe. Also es gibt drei Dinge. Einerseits die Lehre, zweitens die Liturgie, drittens die Spiritualität und Disziplin. Und diese müssen vollkommen untereinander harmonieren, müssen eine untrennbare Einheit bilden. Und dann gelingt die Priesterausbildung und führt zu Priestern, die wirklich für die Kirche arbeiten und auch in ihrem Priestertum erfüllt sind. Zunächst einmal muss er normalerweise das Abitur oder die Matura haben. Und dann braucht er also eine gediegene Gesundheit, sowohl physisch als auch psychisch, muss ausgewogen sein, ausgeglichen, muss das Verlangen haben, wirklich Priester werden zu wollen nach der Tradition der Kirche, muss unsere Position, auch wenn er sie nicht in allen Einzelheiten kennt, doch im Wesentlichen in ihren Grundaussagen teilen und muss eben also von diesem Wunsch erfüllt sein, der Kirche zu dienen. Es gibt eine ganze Reihe von Bekehrungsgeschichten. Ein junger Russe zum Beispiel, der hier jetzt das vierte Jahr abgeschlossen hat, dem seine Geschichte, das ist bewegend, seine Lebensgeschichte, nicht der eines Tages entdeckt hat, dass er also sich taufen lassen sollte, nicht hat sich taufen lassen in der orthodoxen Kirche, weil die einfach in Russland omnipräsent ist, nicht überall anwesend, nicht dass die römische Kirche ist ja so gut wie fast überhaupt nicht vertreten in Russland. Dann hat er gefunden, dass die Orthodoxie doch nicht das Richtige ist, dass es ohne Papst nicht geht, dass die Kirche also über ein lokales Christentum, wie das in Russland eben die Orthodoxie zum Teil darstellt, weit hinausgeht, dass die Kirche universal ist. Er hat angefangen zu suchen, hat die katholische Kirche gefunden. Und nachdem er die katholische Kirche gefunden hat, hat er auf einmal gesehen, dass die katholische Kirche gar nicht das ist, was sie früher gewesen ist. Wie er das in den Büchern nachlesen können. Und dann hat er angefangen zu suchen, wo er das denn findet, wie das früher war. Dann hat er schließlich uns endlich zur Piusbruderschaft gefunden. Und die Sache ist wirklich also sehr zu Herzen gehend und bewegend, seinen Weg zu betrachten und zu sehen, wie Gott die Seelen führt. Und wie er sie nach und nach, Schritt für Schritt, wenn sie seiner Gnade gegenüber treu sind, eben dorthin führt, wo sie hingehören. Der jetzige Bischof Rudolf Vollholzer hat leider in dieser Hinsicht das Erbe seines Vorgängers übernommen und teilt dessen Ablehnung des Seminars hier und hat auch öffentlich dagegen jetzt ein bisschen Stellung genommen in letzter Zeit. Aber ich denke doch, dass wir nach und nach also dieses Stadium überwinden können. Aber es wird also noch einige Zeit dauern und es wird einige Anstrengungen kosten. Warum diese Ablehnung uns gegenüber so eklatant ist, so hervorsticht, das weiß ich nicht. Das ist mir also ganz unerklärlich. Jedenfalls besteht er immer und immer wieder auf der Anerkennung des ganzen Konzils und auch der fragwürdigen Konzilsaussagen. Und das ist natürlich nicht unser Stand.
Das wissen wir sehr wohl, wie das aussieht. Das ist also, die Lage ist katastrophal, vor allem in Deutschland, aber auch nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Österreich. In der Schweiz ist es besonders schlimm. Frankreich, Belgien, Holland, nicht, von Holland wollen wir gleich gar nicht reden. Wir haben Kontakte, wir haben zum Beispiel 2-3 Mal im Jahr hier ein Priestertreffen für Priesterfreunde, die uns natürlich dann auch immer von ihren bitteren Erfahrungen erzählen. Wir haben darüber hinaus durch das Internet Kontakte mit Priestern und wir haben auch Kontakte mit einigen Bischöfen, nicht vielen, aber doch mit einigen, auch in Deutschland. Ich glaube, man charakterisiert ihn am besten mit jener Aussage, die Papst Benedikt XVI. Gemacht hat anlässlich der Privataudienz von Bischof Fellay am 29. August 2005, wo er sagte, Erzbischof Lefebvre war ein großer Mann der universalen Kirche, der gesamten Kirche. Ein Mann von einer außerordentlichen Lehrrichtigkeit, also ein Mann des Glaubens, ein Mann aber auch von einer großen Nächstenliebe, von einer großen Gottesliebe getragen. Ein Mann, der Natur und Gnade in vollkommener Weise harmonisiert hat, in sich selber, in seiner ganzen Persönlichkeit. Eine der größten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, ohne weiter darüber zu diskutieren. Ja, ich habe ihn natürlich 19 Jahre lang sehr genau gekannt. Ich stand ihm sehr nahe, habe dann also, wie gesagt, die Leitung der Priesterwurderschaft aus seiner Hand im Jahr 1983 übernommen. Und er stand mir immer mit großem Rat, mit Rat und Tat zur Seite. Er hat mich unterstützt, hat immer das größte Interesse gehabt an der weiteren Entwicklung der Bruderschaft. War also manchmal ein bisschen skeptisch meinen sehr missionarischen und apostolischen Ambitionen gegenüber. Gesagt, eines Tages werden Sie noch ein Priorat auf dem Mond gründen, nicht wahr? Und das sind so sehr schöne Erlebnisse, die man gehabt hat. Das war immer sehr, hat einen bisweilen schon sehr aufs Ärmchen genommen. Nicht? Hat also immer so gewisse Dinge sich ein bisschen mokiert, aber es war also eine außerordentliche Ironie der Liebe, wirklich. Nicht? Also ein außerordentlich feiner Mann. Nicht? Das ist überhaupt die größte Persönlichkeit, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Also zunächst einmal geht es darum, nicht die Gesundheit der Familie zu fördern, überhaupt die Großfamilie, das ist dann sozusagen eine Konsequenz davon. Also das heißt, zunächst einmal den Leuten wieder überhaupt das Ehesakrament klar zu erschließen, die Größe des Ehesakramentes, die Größe der christlichen Familie klar zu machen, vor Augen zu führen. Und dann, wenn die Leute das einigermaßen begreifen, dann werden also sozusagen Kinder ganz von selber heranwachsen in den Familien. Und natürlich, wenn man nur ein einziges Kind hat, dann können keine zwei Berufungen aus einer Familie hervorgehen. Das ist klar. Es geht nicht nur um die Berufungen, sondern es geht dann vor allem auch um die Weitergabe des ganzen kulturellen Erbes des Christentums, der abendländischen christlichen Kultur an eine zukünftige Generation, die auf der Strecke bleibt, weil es eben keine Kinder mehr gibt oder nur ganz wenig Kinder nur noch. Ja, die Frage, die Sie sich gestellt haben, die würde ich mir auch stellen. Wie wird das möglich, dass dieser Mann überhaupt Kardinal geworden ist? Welche Einflüsse hier eine Rolle gespielt haben, vermag ich nicht zu sagen. Aber eines ist klar, der damalige Theologe Walter Kasper war bereits im Jahr 1985 Sekretär der damaligen außerordentlichen Bischofssynode in Rom aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Und dann konnte man also irgendwie vermuten, nicht, dass er irgendwie auf einem aufsteigenden Ast ist, nicht, und irgendwo nicht war, also irgendwann Karriere macht. Und so ist es dann gekommen, dass er schließlich endlich Bischof von Rottenburg wurde, nicht, und dann also von Johannes Paul II. Dann nach Rom gerufen wurde und von ihm auch zum Kardinal ernannt wurde. Ich kann das nur bedauern, zutiefst bedauern, wie Sie selber sagen. Er hat keine nennenswerten und bedeutungsvollen theologischen Werke geschrieben. Nicht alle seine Werke, die er geschrieben hat, die sind also vom Modernismus durchdrungen. Wenn ich nur an das Buch denke, Jesus der Christus, nicht wahr, wo er praktisch die meisten Wunder Jesu in Abrede stellt, insbesondere nicht wahr, die Naturwunder, wo er davon spricht, nicht, dass das also zum großen Teil Erfindungen sind, nicht wahr, der nachösterlichen Zeit. Das ist katastrophal, nicht? Also der Mann ist ein Heretiker, das muss man also in aller Klarheit sagen, nicht? Man kann hier nicht mit der Aussage hinter dem Berg zurückhalten. Der Mann leugnet wirklich, nicht wahr, katholische Glaubenswahrheiten. Ich denke, dass schlechte Geister in die Kirche eingedrungen sind, Theologieprofessoren, die von der Eitelkeit, nicht immer natürlich, aber in vielen Fällen nicht von der Eitelkeit geführt waren, die ihre eigenen Theorien vertreten haben, ihren Ruhm gesucht haben, ihre Karriere. Und so ist es gekommen, dass also das Ich an erster Stelle stand und nicht das, was Erzbischof Lefebvre auf seinem Grabstein geschrieben haben wollte: Ich habe euch das überliefert, was ich selbst empfangen habe. Traditi quod et accepi. Ja, das, was ich selber empfangen habe. Es geht diesen Leuten vielfach nicht darum, wirklich der Kirche zu dienen, sondern sie in vielen Fällen bedienen sie sich der Kirche zu ihrem eigenen Vorteil oder zu einem vermeinten eigenen Vorteil. Und wie ich das sehe, ich könnte das in meinem ganzen Leben, könnte ich das also im Einzelnen aufzählen, aber in besonderer Weise hat sich das natürlich geoffenbart im Augenblick, als ich mich mit der Frage beschäftigt habe, ob Berufung oder Nichtberufung. Und wo Gott, also ich will nicht sagen, äußerlich sichtbar eingegriffen hat, aber so eingegriffen hat in mein Leben, nicht, dass ich gar nicht mehr anders konnte, als diesen Weg zu beschreiten und das Priestertum anzustreben. Und ich bin also darüber sehr, sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und sehr glücklich, und ich bin ein glücklicher Priester geworden. Ich habe keinen Tag meines Lebens mein Priestertum bedauert. Das meine ich wohl. Also der heilige Paulus sagt nicht, dass denjenigen, die Gott lieben, alles zum Besten gereicht. Und zu einem christlichen Leben und insbesondere zum Leben eines Priesters gehört eben auch die Prüfung, gehört die Reinigung der Seele, gehört eben das Kreuz Jesu Christi. Ohne das Kreuz Jesu Christi und ohne das Opfer ist ein christliches Leben, ist ein Priesterleben in besonderer Weise überhaupt gar nicht denkbar. Und auch für diese Kreuze muss man dem lieben Gott ausdrücklich danken. Ich glaube, es gibt niemanden, nicht wahr, jedenfalls keinen ernsten Katholiken, ich werde ja nicht davor Angst hat, nicht? Also in einem gewissen Umfang, möchte ich mal sagen, nicht? Aber vor dem jüngsten Gericht ist ja zunächst mal das persönliche Gericht. Ja, und allein das ist also schon schrecklich, nicht wahr? Wenn ich daran denke, nicht, dass alles hier aufgerollt wird, das ganze Leben, nicht auch die Fehler, die man gemacht hat, die ja immer zahlreich sind, nicht? Der Priester spricht ja immer im Offertoriumsgebet von seinen unzähligen Sünden, Fehlern und Nachlässigkeiten. Das ist ein Priester, der das benutzt, der diese Worte benutzt, der diese Worte ausspricht. Und es ist eben so, wir sind schwache Menschen, nicht? Wir machen immer wieder Fehler, Unklugheiten, nicht? Vielleicht kleine Liebenlosigkeiten, vielleicht auch mal größere. Ja? Und alles das wird natürlich also zur Sprache kommen beim Gericht, sei es das persönliche Gericht, sei es das Endgericht. Und das macht einem schon ein bisschen Schrecken.